Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Lager des Fußball-Drittligisten Holstein Kiel. Mein Name ist Andreas Geidel und an meiner Seite steht Robin Zentner, und die neue Nummer 1 der Störche, wenn dann alles so funktioniert, wie es geplant ist. Auf jeden Fall soll es der Ersatz sein für Kenneth Kronhorn, der ja bekanntlich mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Robin, du bist für ein Jahr jetzt erstmal von Mainz 05 ausgeliehen, ja. Warst da jetzt in der vergangenen Saison dritter Torwart im Bundesliga-Kader, hast aber überwiegend in der zweiten Mannschaft gespielt, in der dritten Liga. Jetzt warst du zu Beginn dieser Saison in der Nummer 2 im Bundesliga-Kader. Warum jetzt der Wechsel nach Kiel? Ja, also es war relativ klar, dass ich spielen will, und das war mit der Hauptgrund. Kiel ist eine schöne Stadt und ja, super Mannschaft, denke ich. Letztes Jahr leider nicht geklappt mit dem Aufstieg, aber neues Jahr, neue Chance. Du hast jetzt 9 Jahre in Mainz gespielt, bist 20 Jahre alt, bist im Oktober 21. Da ist es natürlich wichtig, auch für die eigene Persönlichkeit und natürlich auch für die sportliche Entwicklung, dass man mal einen Sprung macht und dann gleich den geografisch ganz großen in Deutschland weit gesehen. In Mainz, deshalb nochmal, habe ich eben auch nochmal gefragt, weil sie da eine Nummer 2 noch aus Rom verpflichtet haben. Wie ist denn der Kontakt hier nach Kiel zustande gekommen? Ja gut, das ging am Abend direkt nach der Verletzung, wurde ich angerufen, ob ich mir das mal angucken möchte, habe ich direkt gesagt, ja, gerne. Und ja, dann war ich sehr positiv überrascht hier oben von den Bedingungen und hatte super Gespräche. Und das Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde, es war einfach ja, so groß, dass ich das zurückzahlen will, jetzt mit guten Leistungen. Und ja, hat alles gut geklappt. Du hast jetzt in der Endphase der vergangenen Saison hier im Holsteinstadion für Mainz 05 2 im Tor gestanden. Da gibt es dann eine Szene oder liegt eine Szene in Erinnerung. Ich glaube, an die kannst du dich auch super erinnern, ne? Ja, ich glaube, erste Halbzeit, wo ich den Ball so wegfaust. Nee, Spaß. Ja, der Elfer, denke ich, dass du den meinst. Ja, gut, passiert. Kommt jeder mal zu spät. Ja, das ist das, genau richtig. Und für Holstein war es auch nicht so schlecht. Zur Erinnerung, das war ein Elber, den dann an Katzior verwirkt und den Katzior dann auch selber reingeschossen hat zum 1:0-Sieg für, ja, Holstein. Das war natürlich jetzt ganz gut für dich, nicht so besonders oder so. Jetzt machen wir natürlich, wo du jetzt hier frisch im Norden angekommen bist, müssen wir natürlich die Probe aufs Exempel machen, was die Affinität zum Norden anbelangt. Hast du ungefähr eine Vorstellung, wie man sich hier so begrüßt in der Regel? Also ich dachte mit Moin. Hab mal gehört, dass Moin Moin wohl falsch ist. Jetzt hoffe ich, dass du mich aufklärst. Also ist gar nicht so verkehrt, nur ein bisschen anders. Also morgens sagt man Moin Moin, okay, und ab nachmittags oder abends sagt man Moin. Ah, okay. Ist doch ganz logisch. Klar, da kommt nicht drauf. Genau. Alles klar, Robin, ich sage schönen Dank für das nette Gespräch. Wünsche natürlich, ja, toi toi toi, dass es alles klappt, wie du dir das vorstellst. Dankeschön. Natürlich würde sich dann Fußball Kiel auch freuen, wenn du dann entsprechend die Null hältst, ja, so oft wie es irgendwie möglich ist. Erster Einsatz könnte schon am Sonntag in Osnabrück sein. Wir werden den Fall genau beobachten. Bis dann, ciao ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.